Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forspoken. Wir sind gestern in Avoalet angekommen, wo wir die zweite Tanta jagen. Bevor wir das aber machen, würde ich gerne wie immer ein bisschen Spaß haben. Sprich, das Zeugs erkunden, Gebiete abschließen, Mana sammeln, hier spezielle Aktionen durchführen, warum auch immer die speziell sein sollten. Aber es hilft mir, die Ausdauerkosten vom Warp komplett zu... Oi, hallo! Komplett zu annullieren, sozusagen. Guck mal, lass den mal kommen. Machen wir mal den Speer. Zack. Komm, mach hier. Oh ja. Schöne Schockwelle. Erledigen. Machen wir eine Feuerfalle. Hier einen Tritt. Weg mit ihm. Sehr gut. Den hier auch erledigen. Come on. Sehr gut. Okay. Können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Was sonst noch? Eine Truhe. Oh, da ist auch noch ein Gegner. Okay. Beziehungsweise mehrere. Was war das denn für ein Vorstoß? Hier, kick mal weg die Kollegen. Hey! Immer wieder meine Magie. Okay. Fakt ist... Ah, shit. Nee, warte mal. Wir gehen zuerst mal da zur Hauptquest. Ich glaube, das macht mehr Sinn, weil dann kann ich wahrscheinlich auch die Karte aufdecken. Oder zumindest ein bisschen besser aufdecken, weil aktuell habe ich ja gar nichts aufgedeckt. Von daher... Na komm. Das mit dem Sprung da kriege ich immer noch nicht hin. Ab und zu schon, wie jetzt zum Beispiel. Flotte Sohle. Tänzle fünfmal hintereinander. Ah. Oh fuck. Mach mal rote Magie. Danke. Ja gut. Feuerfalle. Mach mal. Komm, mach mal direkt den Hexenkessel. Come on. Ein Explosivtritt. Ah, fuck, hab ich, kann ich gar nicht. Dann machen wir den Vorstoß. Heilige Scheiße. Explosivtritt. Bäm, Junge. Was für resistent. Alles erledigt? Nee, noch nicht. Der hier... Oh, fuck me. Da, komm. Liegt immer noch einer. Muss nicht wegspringen von ihm, ja komm. Okay. Waren immer noch nicht alle. Ah, da hinten. Da hinten ist auch einer. Hallo. Komm mal her hier. Was für Resistent. Gibt ihr jetzt dann gleich Resistent? Fuck, was ist das denn? Meine HP wiederherstellen. Fuck me. Okay. Ist das ein Mutant? Nee. Das ist ein sein scheiß Problem, ha? Sag mir, was ist dein scheiß Problem? Mach mal hier Feuerling. Meine beiden Freunde, das ist gut. Zauberkling. Eine Feuerfalle kannst... Oh, shit. Gib ihm mal eine Feuerfalle. Dann den Hexenkessel. Und einen Vorstoß. Sehr gut. Und dann kannst du hier... Kabums. Und dann ist das Ding erledigt. Ein Ilingozeros war das. Was auch immer das sein soll. Naja. Sind noch mehr Gegner? Nee. Aber hier ist der Glockenturm. Umgebung studieren. Sehr gut. Begib dich zu Avoalets Burgstadt. Noch keine Spur von weichen Bäumen. Das heißt, wir müssen bis zur Burgstadt gehen, stimmt's?
Bis jetzt los. Ey. Ich bekämpfe keine Tankers mehr. Ja, das werden wir ja noch sehen, ne? Sag mal. Und anscheinend wollen sie uns nicht vorbeilassen. Dann müssen wir sie wohl ganz lieb und mit. Das sind scheiß Raben, natürlich besiegen wir die Dinger. Ein Kilometer müssen wir noch reisen, ha? Sag mal die Karte. Ey, jetzt ist die Karte offen. Da ist auch ein Mutant. Ja, das will ich aber nicht, ein Mutant. Das ist die Lutetia-Gilde, die habe ich abgeschlossen. Ja, dann gehen wir dahin zum Rosenholz-Quell. Guck mal, machen wir das noch? Mit dem... der Tornado-Hieb, warte mal. Hab doch den Tornado-Hieb. Ich muss da noch drei Gegner besiegen, die anfällig gegen Feuer sind. Mit dem Tornado-Hieb, ha? Got it. So. Runter mit dir. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Nee, aber die Ausdauer geht weg. Na komm her. Resistent? Verarschen? Na komm. Mach die Scheißdinger weg da. Alles weg. Auch die Raben. Alles. Aber wirklich alles. Ist alles weg? Nee, noch nicht. Hey, da haben wir noch. Jetzt ist alles weg. Oh, bald ein Level Up. Okay. Guck mal, wir erledigen mal die da noch. Mach mal eine Tretmine, sehr gut. Ja, hat nichts gebracht, hä? Dann müssen wir es so erledigen. Anfällig, ja, ja. Muss aber noch ein bisschen mehr Damage machen. Komm. Zwei, dreimal das Zeug da reinschießen, dann ist der erledigt. Ja gut. Der da noch. Okay. Na komm. Na Wumms. Dann die... Nein, keine Feuerfalle. Oh fuck, ich hab einen Hexenkessel gemacht. Noch schlimmer. Aber ich habe ihn erledigt. Fehlt noch einer, der anfällig ist. Okay. Das ist ein viel schöneres Gebiet als Prenos. Hey, hörst du das? Was höre ich? Was hörst du denn? Halluzinierst du jetzt schon? Was haben wir hier? Ah ja, guck mal. Ein Krokodil. Auch gut. Oh, das Ding ist sogar anfällig gegen mich. Okay. Ja, dann hau mal rein da. Explosivtritt. Mach mal eine Feuerfalle. Das Ding soll verschmoren. Und den Rest machen wir so. Ah, scheiße. Hat nicht gereicht. Okay. Dann erledigst mir die noch schnell. Oh, fuck. Hier sind ja noch mehr. Na, komm. Ja, Mann. Komm, wir nehmen jetzt einfach die Magie hier mit dem Sprengschuss. Easy peasy. Fressen die Kollegen auch ein bisschen mehr Damage. Okay. Ich hab Mana erhalten, das finde ich schön. Feuerholz kann ich nicht mehr tragen. Blockstein. Okay, na dann. Dann gehen wir mal da nach vorne. Oh, da ist auch ganz viel Mana. Oh, shit. Okay. Das ist auch der Fotospot. Und da können wir direkt schon hingehen. Der Winkel muss stimmen. Was willst du denn fotografieren? Das hier, okay. Schön. Ist auch ein schönes Foto. 9 muss ich noch machen. Und dann können wir uns wieder den kleinen Scheißern in Sipol zeigen gehen. So, hat es hier noch mehr Mana? Nee. 42. Ah, das war also das Geräusch.
Ja, ja. Springen. Gehen wir mal baden. So, was kriege ich? Ja, was kommt denn jetzt? Mach irgendwas. Neuer Zauber erlernt. Aufstieg. Klettere mit mehreren schnell aufeinanderfolgenden Sprüngen noch höher. Mehr Sprünge. Finde ich klasse. Endlich mal nicht nur ein einziger. Ja, das ist super. Das ist wirklich ein nützlicher Zauber. Bin ich ehrlich, der ist verdammt nützlich, der Zauber. Okay, und hier liegt noch mehr Mana. Cool. 46 Mana. Was machen wir als nächstes? Da ist nochmal ein Glockenturm. Da können wir hin. Zeig mir mal noch die rote Magie. Was kann ich denn noch so machen? Also verbessern. Rasender Hieb, Stufe 2. Tornado Hieb, Stufe 2. Ja gut. Und dann habe ich das ganze Mana schon wieder verbraucht. Warte, hier ist was in der Nähe. Das sind Bruchzombies, die interessieren mich nicht. I don't care about them. Ich brauche, ja, zum Beispiel hier. Komm, mach mal die Genese. Die kann ja auch nicht schaden. Okay, Vorstoß. Dann den Tritt. Sehr gut. Und dann erledigst du den mit dem Speer, bitte. Sehr gut. Dann, ey. Haben wir eine Feuerfalle. Sehr gut. Und erledigt. Okay. Dann gehen wir wieder zur Magie. Und verbessern den Tornado-Hieb. Perfekt. Stufe 1. Steigert den Schaden und rote Magie plus 1. Sehr schön. Ich fühle mich nämlich deutlich stärker. Dann gehst du mal hier rein. Zielort erreicht. Super. Komm. Ja, ja, ja. Neuer, schnell erreichbarer Ort. Ich weiß doch. Umgebung studieren. So. Da wurde einiges freigeschaltet. Ist halt die Frage, was machen wir als nächstes? Dahin gehen, nach Cicek. Eliminiere den Feind. Komm, da gehen wir hin. Gib mir einen ganz kleinen Moment. So, muss nämlich kurz die Tür schließen. Also, wir gehen da nach Cicek. Oder ist da vielleicht gerade noch eine Zuflucht wäre in der Nähe, aber wir können eigentlich zuerst da nach Cicek gehen. Das sind ja nur 280 Meter, von daher all good. Einfach durchlauf. Was ist da mit dem ganzen scheiß Nebel? Mach den mal weg da. Alles so düster hier, ey. Oh shit, da sind einige Gegner, ha? Da nehme ich mal die violette Magie als erstes. Ach du Heiliger. Okay. Was ist das denn? Haben wir eine Tretmine? Perfekt. Lass mich mal heilen, bitte. Fessel mal das Zeugs da, oder... Nicht ideal. Nee, das ist gar nicht gut. Fessel. Danke. Mach mal die fliegenden Dinger zuerst weg, ne? Mach mal eine Blüte hier hin, danke. Den Steinschirm. Ach, mein Gott, ey. Das sind einige Gegner, ha? Die Ranke. Oh, fucking hell. Komm jetzt. Mach mal was, danke. Okay.
Jetzt können sie kommen von mir aus. Sehr gut. Da sind noch mehr. Nicht abhauen. Nee, nee, nee. Hier wird nicht abgehauen. Vergiss es. Frag mich, ob die anfällig sind gegen Feuer. Probieren wir es mal aus. Nee, sind nicht anfällig. Dann bleiben wir bei der violetten Magie. Wo sind denn die restlichen Gegner? Da ist auch einer. Das ist wahrscheinlich der letzte, ha? Na komm. Schöner Damage. Erhöht die Chance einen Kritik. Das sind. Okay. Die Check haben wir erledigt. Ja, sehr gut. Dann rüsten wir diese Nägel direkt mal aus. Schaden, Todesstöße erzeugen eine Schockwelle. Das mag ich aber. Dann machen wir die da weg. Eklat. Für die hier. Erhöht kritische Trefferrate. Oder ist das wirklich so viel besser? Aktuell habe ich die. Unterstützungsmagie verursacht bei voller Schubmagie mehr Schaden. Schaden durch Freys Zauber. 5%. Hier 2, aber erhöhte kritische Trefferrate. Komm. Mach mal. Egal. Die sehen ja auch cool aus. Guck mal. Die sehen ja wirklich cool aus. Damage mache ich ja eh genug. Von daher. Scan mal ein bisschen. Ja, die Luft ist schon rein. Ich will nur wissen, wo hier noch Truhen oder so sind. Zum Beispiel da hinten. Zack. Was haben wir denn? Wilder Moschus. Sonst ist hier. Ah doch, da oben ist. Da hinten ist eine Truhe. Ist auch noch was Kleines. Eine große Aster. Und hier drin ist auch eine Truhe. Und, was ist das? Salbenlein. Metallklumpen, sehr gut. Um die Medizintasche zu vergrößern. Dann nochmal die Karte. Gehen wir da zu dem Fotospot als nächstes. Dann alles auch schön der Reihe nach machen hier. Na komm. Warum kriege ich das jetzt mit den Sprüngen wieder nicht hin? Keine Ahnung. Fakt ist, hier ist der Fotospot. Aber du willst jetzt sicher wirklich den Berg fotografieren, oder? Ah, nee, eben, sie will. Ah, das Tor hier. Ach so. Stelle den Zoom ein. Kleinern. Nee. Ich sehe einfach nur so das Tor. Hä? Was ist denn dein scheiß Problem? Hä? Muss ich weiter raus? Nein? Bist du bescheuert? Stelle den Zoom ein. Ich gebe dir jetzt dann gleich Stelle den Zoom ein. Hä? So ist gut, wenn es gelb leuchtet oder was? Wow. Ja, okay. Perfekt. Nice. Ja, nice. Gib dir jetzt dann gleich nice. Genau, wir gehen dann noch schnell zum Glockenturm, damit wir noch mehr von der Map. Da war gerade noch was. Visoria. Ah, eine alte Münze. Okay. Ist das ein anderes Königreich oder was? Oder ist ein komplett anderes. Ja, aber ein anderes Gebiet, ha? Egal, wir gehen zum Glockenturm. Sammeln hier mal noch schnell alles ein. Und dann. Ah, warte mal. Mana immer mitnehmen. So, alles freischalten. Da oben ist auch eine Höhle. Cool. Und dann markiere ich als nächstes Zuflucht hier oben. Die ist da oben, genau. Dann können wir uns da hocharbeiten.
Dann sollten wir theoretisch auch die eine Aufgabe erledigen. Genau, noch viermal nämlich. Muss ich mich warpen? Einmal. Zweimal. Ah, shit. Verkackt. Was, nein? Warte einfach, bis die Aussau wieder da ist. Gib dir mal jetzt ein bisschen Mühe, Mädchen. Okay. Aber warum kriegt sie das nicht hin? Das frage ich mich. Komm jetzt. Sie kriegt sich, sie ist zu blöd. Das verbuche ich als Erfolg. Kleines Wort. Geh mal hier nach drüben, komm. Ich kann sie jetzt trotzdem upgraden. Den Warp, wunderbar. Okay, heb die Ausdauerkosten vollständig auf und rote Magie. Plus 1. Das wird mir eine Menge helfen. Oh, definitiv. Jetzt muss ich das nur noch hinkriegen mit dem Warpen. Zum Beispiel so. Okay. Oh, warte mal, da unten. Fuck. Ich habe ja noch die violette Magie ausgerüstet. Schade. Mach mal den Hexenkessel, komm. Mama. Mach jetzt mal, komm. Danke. Na gut. Mach da die scheiß Viecher weg. Den großen Kollegen hier ebenfalls. Guck mal, ich kann den Explosivtritt wieder machen. Sehr gut. Ja, gut, die sind da. Ne, der ist resistent gegen meine violette Magie, okay. Letztendlich fertig? Ne, immer noch nicht. So, komm jetzt. Sollen sie halt runterfallen. Sollen sie so drauf gehen. I don't give a shit. Okay, 4 Metallklumpen habe ich schon wieder. Ich glaube aber nicht, dass das reicht, um... Ich brauche wahrscheinlich noch einen 5. Um den Beutel wieder vergrößern zu können. Naja. Mal rein hier. Neue Zuflucht. Okay. Hier liegt nichts rum. Hier ist noch eine Geschichte. Oh, eine Feder gibt's noch. Eine Geschichte. Mehr Zufluchten werden angezeigt. Blütenwald. Schafweide. Okay, 2 neue Zufluchten. Das ist doch in Ordnung. Dann stellen... Ah, warte, hier ist noch ein Heiltrank. Gut. Gut, das ist ja, macht ja nichts, wenn ich jetzt ein mehr hätte herstellen müssen. Aber eh genug Materialien. Ah ne, guck mal, ich kann den Beutel erhöhen. Okay, und Materialbeutel auch gleich. Ja, perfekt. Da habe ich 15 Heiltränke dabei. Not bad. Dann gehen wir mal hier rein. Wird auch Zeit, dass du was Neues lernst. Okay. Ich habe immer noch bei der Genese natürlich alles drin. Besiege den letzten Gegner in einem Kampf mit der Feuersbrunst. Aufstieg. Benutze Aufstieg 10-mal. Können wir machen, das ist ja easy. Triff 3 Gegner gleichzeitig mit einem einzigen Angriff, mit dem Hexenkessel. Oder triff Gegner von Weitem mit dem Tornado-Hieb 15-mal. Das scheint mir auch machbar. Das könnte knifflig werden. Nee, sicher nicht. Bin ich knifflig. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo ich als nächstes hingehe. Da, die Mooshöhle. Ist ja direkt hier. Ist das? Ja, das ist schon ein anderes Gebiet. Okay. Das ist jetzt auch wieder was Neues. Die windigen Hügel. 2 Höhlen oder Ruinen, 1 Fotospot, 2 Monumente, 1 Mutant und ein Monument für den Vertrauten der Tanta. Also das ist einfach das hier oben, ne? Denke ich jetzt mal. Das ist dann wieder der Wassergarten. Ja.
Nee, dann machen wir das nicht. Dann gehen wir wieder zurück zum Wassergarten. Können wir später das da im nächsten Part machen? Zum Beispiel die ganzen Sachen hier, bevor wir da wieder weiter nach oben gehen. Oder warte mal, wo muss ich überhaupt durch? Ah ne, ich muss ja da nach unten. Machen wir hier mal alles, ne? Zum Beispiel... Ach gut, wir können uns ja trotzdem hier nach unten arbeiten, komm. Kommt ja nicht drauf an. Das kommt ja wirklich nicht drauf an. Dann machen wir das im nächsten Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.